Kommen wir zu den ganz großen Matches. Angefangen mit dem WWE Championship Match Austin Theory gegen AJ Styles. Austin Theory war der Partner von Styles und ist letztendlich gegen ihn und seinen Phenomenal Blitzclan geturnt. Und jetzt kämpft er gegen Styles um den WWE-Titel. Was eine Riesenchance für Austin Theory. Da ist AJ Styles. Und ich glaube, Theory hat es noch gar nicht gesehen. Kassiert hier den Schlag in den Rücken. Match noch gar nicht angefangen. Der WWE-Champion attackiert Austin Theory. Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass AJ Styles sowas macht. Ich hätte eher damit gerechnet, dass Theory sich sowas traut. Aber auch Styles nimmt das Ganze mittlerweile ein bisschen persönlicher. Zwei Ex-Partner, vielleicht sogar Freunde. Wenn wir überlegen, wie Theory eigentlich Partner von Styles wurde. Er hat ein Match verloren, wo es hieß, wenn er verliert, muss er sich Styles anschließen. Und er hat verloren. War mit Styles in der Gruppierung. Und ist in der letzten Raw-Ausgabe von WWE 2K22 geturnt. Und jetzt geht's um den WWE-Titel, falls dieses Match überhaupt stattfindet. AJ Styles und Austin Theory. Geht's in den Ring. Bisher macht es Styles natürlich gut außerhalb des Rings. Und Theory hat da jetzt richtig Probleme. Blockt jetzt den Schlag. Austin Theory. Kriegt er irgendwas hin? Jetzt schnappt er sich Styles. Submission Lock außerhalb des Rings. Das Match hat noch überhaupt nicht angefangen. Und es ist immer noch fraglich, ob es überhaupt anfangen wird. Aber wenn es anfängt, wir haben heute so viele Titelwechsel gesehen, so viele überraschende auch. Mich würde es nicht wundern, wenn Austin Theory auch hier sich den Sieg holt und unser neuer WWE-Champion wird. Achtung, Styles Back Suplex. Nächster Schlag von Styles. AJ Styles Brainbuster. Geht in den Ring. Und jetzt fehlt nur noch Austin Theory, dann würden wir ein Match bekommen. Styles sagt doch, komm rein, ich will das Match. Ich will meinen Titel hier verteidigen. Und jetzt Theory, jetzt kommt er in den Ring. Jetzt haben wir ein Match und da gibt es direkt den Clothesline. Dieses Match wurde soeben umgeändert zu einem No-Disqualification-Match. Und es geht immer noch um den WWE-Titel und wir bekommen das Match. Und es geht genau jetzt los. Austin Theory gegen AJ Styles. Austin Theory. Ey, Countdown. Nein. Nein. One. Two. Kick-out von Styles. Oh mein Gott. Ey, Countdown-Finisher von Austin Theory in Sekunde 1. Was ist das für ein Match? Wir hätten um ein Haar in Sekunden einen neuen WWE-Champion gehabt. Und jetzt Styles, der sich daraus befreit, der hat jetzt richtig einstecken müssen. Hat gut außerhalb des Rings angefangen, aber innerhalb des Rings kassiert er direkt den Finisher. Aber er kommt noch raus. Er kommt noch raus. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Und jetzt Styles. Und jetzt Styles. Styles Clash, was machen die hier? One. Two. Kickout von Theory. Was für ein Start in dieses Match. Und Theory steht direkt wieder auf. Schnappt sich jetzt Styles zum Styles Clash. Nee. Konter von Styles. Roll up. Kickout. Also was ein unglaublicher Start in dieses Match. Nächster Pin-Versuch. Die wollen so schnell wie möglich jetzt hier beenden. Aber auch hier Kickout bei 1. Was ein unglaublicher Start. Es geht um den WWE-Titel. Austin Theory, AJ Styles. Und es hat gerade mal angefangen. Nächster Pin-Versuch. Er will es unbedingt schnell beenden. Nächster Kickout aber von Theory. Der muss sich da erstmal rausrollen. Und wie gesagt, das Match wurde wegen der Brutalität am Anfang spontan zu einem No-Disqualification-Match abgeändert. Theory zurück im Ring. Ich glaube, Styles hat es noch gar nicht mitbekommen.
Wir haben jetzt einen Tisch im Ring. Klasse gemacht von Austin Theory. Hat jetzt gerade ein bisschen die Oberhand gegenüber dem Champion. Nächster Tritt gegen den armen Elbow Drop. Austin Theory sorgt dafür, dass Styles sich erstmal rausrollen muss und springt direkt hinterher. Nächster Tritt. Austin Theory, noch ein Schlag gegen Styles. Noch ein Chop, noch ein Schlag. Styles hatte gerade richtig Probleme in diesem Championship-Match. Wird er seine erste Niederlage heute einstecken und den WWE-Titel verlieren? Achtung, Styles schnappt sich Theory. Klasse Move. Klasse Konter hier von Theory. Also Theory gerade ein Stück besser, seitdem das Match offiziell angefangen hat. Schöner Kick. Styles bekommt immer mehr Probleme. Es ist kein False Count Anywhere, also außerhalb des Rings kann schon mal nichts passieren. Da hätte Styles schon mal beim SummerSlam den Titel eigentlich verloren gegen Edge. Aber er hat außerhalb des Rings getappt, hat außerhalb des Rings den Spear kassiert. Und innerhalb des Rings hat er sich dann den Sieg geholt nach drei phenomenal Vorabends. War auch ein mega Match, war ein mega Event. Der SummerSlam noch in WWE 2K22. Aber ist alles verknüpft, Leute. Wir haben hier keine neue Story. Die Story geht dann genau da weiter, wo sie aufgehört hat. Und wir sind übrigens wieder im Ring. Mit Theory, mit einem wunderschönen Swinging Neckbreaker. Und jetzt Pin auf dem Tisch. One, two, Kickout. Theory ist genervt. Will dieses Match eigentlich schon lange beendet haben. Achtung, Styles kann hier ausweichen. Selber jetzt mit einer schönen Kombination. Theory steht wieder auf. Styles bringt Theory in die Ringecke. Und sucht sich jetzt selber was. Styles mit einem Baseballschläger. Harter Schlag. Jetzt weicht Theory mal aus. Und jetzt gibt's einen German Suplex. Konter von Styles. Boah, war schön. Ich glaube nicht, dass es das sein wird. Boah, fast. Fast wäre es das gewesen. Achtung, Styles erneut mit dem Baseballschläger. Ja, liegt ihr nochmal weg, weil Theory da ihm zu schnell aufstand. Noch ein Neckbreaker. Noch ein Pin. Und jetzt vielleicht der Sieg. Bei weitem nicht. Theory bei 1. Es ist ein unglaubliches Match und es gibt jetzt den Crossface von Styles. Kann sich Styles mit einem Crossface den Sieg holen? Oh, Theory hat Probleme. Kommt aber weg. Tritt hinterher. Bringt jetzt Styles in die Seile. Und Power Slam. Und jetzt sieht Austin Theory seine Chance. Nein. Nein. Austin Theory mit dem Styles Clash. Ist es das? One. Two. Kickout von Styles. Ey, dieses Match ist unglaublich. Dieses Match ist unglaublich. Mit dem Baseballschläger jetzt auf Styles. Und jetzt ist Theory sauer. Noch ein Schlag. Der geht daneben. Styles geht aufs Bein. Und jetzt Styles mit dem Baseballschläger. Und er macht dieselbe Aktion wie Theory. Und da kommt der Schlag. Noch einer. Theory ist down. Theory ist ausgenockt. One. Two. Und das war's immer noch nicht. Irgendwie kommt Theory da raus. Styles. DDT. Styles geht jetzt aufs Bein. 3, 4, 5 Elbow Strikes. Und wieder nimmt er den Baseballschläger. Ist noch nicht fertig mit Theory. Noch ein Schlag. Noch einer, der geht daneben. Theory kann kontern. Theory schnappt sich Styles. Ey, down, down.
Wir haben einen neuen. Wir haben keinen neuen WWE Champion. Das gibt's nicht. Wie kommt Styles da raus? AJ Styles ist ein unglaublicher Kämpfer. Aber wie kommt er da raus? Jetzt springt er ihn mit einem Vorarm an. Und Phoebe rollt sich da erstmal klug nach draußen. Es ist unglaublich, dieses Match. Styles kommt mit nach draußen mit dem Baseballschläger. Und gegen den Rücken. Nochmal. Also die werden mit so vielen blauen Flecken hier heute nach Hause gehen. Das ist unglaublich, was ein Konter in den German Suplex. Ey, Phoebe. Reicht doch irgendwann. Achtung, Styles. Haut Phoebe erstmal gegen die Barrikade und nimmt sich erneut den Baseballschläger. Haut hier auf Phoebe drauf. Boah. Also ich weiß auch nicht, wie Phoebe noch atmen kann. Clothesline. Es kann außerhalb des Rings nicht enden. Die Frage ist... Boah. Die Frage ist, wer wird innerhalb des Rings den ersten Move bringen? Das könnte vielleicht entscheidend werden. Achtung, Styles. Schnappt sich jetzt Austin Theory. Schnappt sich erneut den Baseballschläger. Er hört gar nicht mehr auf. Boah, noch einer auf den Kopf. Theory. Schnappt sich Styles und jetzt wird's interessant. Jetzt könnte dieses Match jede Sekunde vorbei sein. Chop, Schlag und das wird's gleich sein, glaube ich. Achtung, Phoebe. Nimmt den Baseballschläger mit. Jetzt soll es Rache geben. Jetzt soll es Rache geben. Achtung, Styles weicht aus, da kommt der Vorarm. Lässt sich nicht mit dem Baseballschläger treffen. Aber Phoebe schnappt sich Styles und das muss es sein. One, two. Und Styles kommt erneut raus. Ich glaube, gleich wird es vorbei sein. Achtung, Phoebe nächster Baseballschlägerschlag. Wartet auf Styles. Noch einer. Phoebe, er spielt jetzt mit Styles. Jetzt rollt sich Styles weg. Jetzt kommt der Schlag von Styles. Jetzt nimmt sich Styles aus den Phoebe. Styles Clash. One, two, three. AJ Styles schafft es irgendwie, seinen Titel zu verteidigen. Was ein unglaubliches Match. Für mich das beste Match überhaupt bisher hier im Universe Mode. Und Styles bleibt Champion. Unglaublich. Und wir haben noch ein Match. Wir haben noch den Main Event. Wow. Wir schalten ganz schnell in den Backstage-Bereich. Cody Rhodes wird erneut von diesem mysteriösen Angreifer attackiert, der ihm schon sein Debüt vor ein paar Wochen ruiniert hat. Und das war kein Einzelfall. Er ist wieder da. Und macht Cody das Leben schwer. The following contest is an Extreme Rules match. And is for the WWE Universal Championship. Nach einer so großen und actionreichen Show haben wir immer noch ein Match übrig. Und zwar den Main Event. Das Extreme Rules Match um den Universal Championship. Das Rematch zwischen Roman Reigns und Gunther. Und hier ist the head of the table, Roman Reigns. Der Herausforderer heute könnte sich den Titel zurückholen. Und weiterhin diesen Brand dominieren. We'll be right back.
Und hier kommt der neue Universal Champion, Gunther. Der sein Titel hier direkt gegen Roman Reigns verteidigen muss. In einem Extreme Rules Match. Los geht es, das Universal Championship Match. Roman Reigns will hier direkt mit einem Neckbreaker starten, aber Gunther blockiert diesen Move. Genial. Und jetzt geht er in die Seile und auch Reigns weicht aus. Wer kann sich hier den Sieg holen? Wer geht mit dem Titel nach Hause? Wird es weiterhin Gunther sein? Oder wird Reigns der erste zweifache Universal Champion und schreibt Geschichte? Big Boot jetzt von ihm. No Disqualification in diesem Match. Kein Countout. Und Roman Reigns jetzt mit dem Vorarm gegen den Nacken. Und er sucht direkt was. Aber Achtung, Gunther kommt hinterher. Und kassiert hier direkt einen Leiterschlag. Und Achtung, Roman Reigns, Konter. Noch ein Schlag. Dominiert hier die Anfangsphase, jetzt ein Headbutt. Und jetzt schnappt er sich die Stahltreppe. Roman Reigns liegt schon mal ordentlich los. Nächster Schlag. Gunther kommt gar nicht mehr weg. Jetzt gibt's einen Samoan Drop. Aber Gunther steht wieder auf, kassiert den nächsten Schlag. Und Back Suplex auf die Stahltreppe. Es sieht nicht gut aus für unseren Universal Champion. Aber jetzt kann er sich mal wehren. Haut hier Reigns gegen die Stahltreppe und die Leiter. Aber Achtung, Reigns kommt schon wieder. Gunther mit einer Stahltreppe attackiert Roman Reigns. Aber Reigns wehrt sich mit Schlägen und bringt Gunther auf den Boden. Und jetzt Roman Reigns, harte Schläge gegen Gunthers Kopf, haut ihn hier auf den Boden. Das Match kann nur im Ring gewonnen werden. Aber die können so lange draußen bleiben, wie sie wollen. Reigns. Haut hier Gunther auch auf die Stahltreppe. Und jetzt Konter vom Ringgeneral. Konter vom Tribal Chief. Roman Reigns. Wird ausgekontert. Wollte eine Powerbomb zeigen. Aber den Move kennt Gunther zu gut. Weiß genau, wie er den kontern muss. Und Roman Reigns. Klasse Konter. German Suplex von Gunther. Nächster Konter von Reigns. Die gehen um den gesamten Ring einmal rum und jetzt sind sie wieder im Ring. Zumindest Gunther schon mal. Reigns hat noch was vor. Der holt sich hier noch eine Leiter. Gunther wartet im Ring. Roman Reigns. Und Gunther. Und Gunther bringt Reigns in die Seile mit dem Back Elbow. Die können jetzt das Match für sich entscheiden. Achtung, Reigns. Was eine Power. Haut hier Gunther auf die Matte. Und der steht einfach wieder auf. Reigns schnappt sich Gunther erneut. Und diesmal steht Gunther nicht so schnell auf. Und muss aufpassen. Roman Reigns mit dem Spear. Und das könnte der Titelwechsel sein. One, two, Kickout von Gunther. So schnell gibt er seinen Titel noch nicht auf. Kommt aus dem Spear von Reigns raus. Aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut für Gunther aus. Reigns nimmt ihn hoch. Und das könnte die Entscheidung sein. Bringt er Gunther zum Aufgeben. Gunther versucht lange durchzuhalten.
Ist er ausgenockt? Gunther kommt hoch. Ist noch nicht fertig. Aber immer wieder Roman Reigns. Schneller. Haut hier Gunther aus dem Ring raus. Das ist die Musik von Brock Lesnar. Und es ist auch Brock Lesnar. Der ist zurück und attackiert direkt Roman Reigns. Da krieg ich Flashbacks von Money in the Bank. Unserem allerersten Event in WWE 2K22. Und hier Brock Lesnar ist erneut zurück und attackiert erneut Roman Reigns in einem Universal Championship Match. Was passiert hier eigentlich schon wieder alles? Unglaublich. Und Gunther wieder zu sich gekommen. Reigns wieder zu sich gekommen. Und Gunther mit einem Clothesline hat jetzt natürlich einen Vorteil. Dank diesem Eingriff von Brock Lesnar kann er den auch irgendwie nutzen. Achtung, haut hier Reigns auf die Leiter. Und jetzt ist er ganz oben. Roman Reigns, nimm dich in Acht. Gunther springt auf Reigns durch die Leiter. Und ich glaube, Reigns ist down. Und ich glaube, Reigns ist down. Und was hat Gunther jetzt vor? Achtung, Gunther schnappt sich Roman Reigns. Und Gunther, noch nicht fertig. Wenn er schon einmal so einen Vorteil bekommt, dann will er ihn auch nutzen. Es gibt die Powerbomb durch den Tisch. Nimmt Reigns direkt nach oben. Es geht in den Ring. Und jetzt könnte es übel enden. Für unseren Tribal Chief. Gunther schnappt sich Reigns. Und Powerbomb. Der geht durch. Und das ist nicht die Titelverteidigung. In welcher Welt kommt Roman Reigns da raus? Gunther kann es nicht fassen. Legt die Stahltreppe weg. Nächster Schlag gegen Reigns. Reigns weicht aus. Also wenn Reigns dieses Match hier noch gewinnt, verstehe ich gar nichts mehr. Achtung, nächster Schlag von Reigns. Bringt Gunther in den Ring. Gunther direkt mit dem Clothesline. Und jetzt Gunther. Ganz oben. Weiß Roman Reigns überhaupt noch, wo er ist? In welchem Stadion? Ich glaube schon. Weicht hier aus. Und ich glaube, Reigns hat hier echt noch Chancen, doch noch dieses Match zu gewinnen. Kassiert einen F5 von Lesnar. Dann springt Gunther auf ihn, während er auf der Leiter liegt. Powerbomb durch den Tisch. Powerbomb im Ring. Und Reigns ist noch nicht fertig. Jetzt Sleeper Hold. Kann der es beenden? Irgendwie muss es zu Ende gehen mit Reigns. Und er gibt auf. Roman Reigns tappt. Und Gunther verteidigt den Universal Title. Unglaublich, wie Roman Reigns gekämpft hat. Trotz der ganzen Nachteile gegen ihn. Aber es reicht nicht. Gunther bleibt Champion. Und damit endet Day One mit Gunther weiterhin als Champion.